Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder eine DVD-Sammlung-Vorstellung von meinen DVDs, die ich euch gerne vorstellen möchte, weil das sind meine Favorite-Filme, beziehungsweise sind das die Filme, wo ich die Bücher schon dazu gelesen habe und die Filme dazu schon gesehen. Und zwar handelt es sich um, genau wie ihr schon seht, um meine Nicholas Sparks-Filme. Es sind alles meine Nicholas Sparks-Filme, wow, zu den Büchern, die ich auch schon gelesen habe. Also natürlich habe ich auch schon mehr Bücher gelesen. Entweder sind sie noch nicht verfilmt worden oder ich habe sie einfach noch nicht, die DVDs bzw. auch den Film noch nicht gesehen. Als erstes habe ich hier Safe Haven, wie ein Licht in der Nacht. Wie ein Licht in der Nacht heißt der Buchtitel. Und hier geht es um Katie. Ja, sie will einen Neuanfang, sie will ein neues Leben beginnen und geht natürlich in so ein Küstenstädtchen North Carolina in Southport und ja, mietet dort halt ein kleines Zimmerchen an und in halt so einem Waldgegend und kellnert halt und versucht halt, ja, sich fürs Neues aufzubauen. Also am Anfang ist es halt so, sie will sich halt so im Hintergrund halten, nicht so im Vordergrund drängen, weil es halt so ein kleines Städtchen ist und sie will halt. Ja, sie will sich den Leuten, die dort leben, die halt sich von klein auf kennen, beziehungsweise halt schon einiges durchgemacht haben, wie das ja meist in so einer kleinen Gemeinschaft ist. Da kennt ja jeder jeden und sie will sich halt den Leuten nicht so aufdrängen. Und ja, sie will das Ganze genießen. Und dann lernt sie halt Alex kennen. Alex ist halt alleinerziehender Vater von zwei süßen Kindern. Und er hat so ein Kiosk oder so ein Einkaufslädchen und da kauft sie halt ab und zu ein. Und ja, und dadurch lernen sie sich halt kennen und ja, dann ist es halt so, dass sie sich mehr und mehr natürlich an Alex gewöhnt, mehr und mehr mit ihm unternimmt und dann halt auch, sie merkt dann halt auch, sie genießt dieses kleine Städtchen mit seinen Faszinationen und mit seinen Persönlichkeiten von Menschen, wo halt der eine, der Bäcker oder der Fischer oder ein berühmtes Restaurant und ja, wo halt, wo es dann halt auch die Runde macht, dass Alex, der Witwer sozusagen oder Junggeselle, halt endlich eine neue Frau datet, was natürlich dann auch gleich alle wissen in so einem kleinen Städtchen. Und ja, aber dann taucht halt eines Tages ein fremder Mann in dieser Ortschaft auf und fragt nach ihr. Und da werden die Leute natürlich mulmig zumute, weil ja, das ist halt so halt noch nicht passiert. Und sie ist natürlich auch neu in dieser Gegend und keiner kennt sie sozusagen von Kind auf. Und ich muss sagen, richtig, richtig wunderschöne, typische, dramatische, romantische Liebesgeschichte von Nicholas Sparks. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war Ein Weg zu dir, The Best of Me. Hier geht es um Dawson und um Amanda. Und Amanda und Dawson, die kennen sich halt von der Schulzeit. Und in der Schulzeit waren sie halt ein Liebespärchen. Und es ging aber dramatisch zu Ende, weil Amandas Vater natürlich diese Beziehung verhindert hat, kaputt gemacht hat. Und dann ist halt Amanda weggezogen, Dawson ist weggegangen. Jeder hat versucht, ein neues Leben sich aufzubauen. Und halt, ja, hat halt dann einiges erlebt. Und eines Tages kriegen sie natürlich einen Brief von einem Mann, der halt verstorben ist und die Bedingung ist halt, ja, dass sie halt in dieser, in ihren ehemaligen Heimatort, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Örtchen hieß, auf jeden Fall fahren sie halt dahin, treffen wieder aufeinander und ja, reden so ein bisschen, kommen so wieder ein bisschen sich näher, sage ich jetzt mal, indem sie halt, ja, was hast du in all den 20 Jahren oder 15 Jahren, was es war, erlebt und ja, sie tauschen halt so ein bisschen aus. Ja, und es ist halt wieder so, sie sind in einem alten Heimatörtchen. Natürlich macht das halt wieder die Runde, dass halt beide wieder da sind und natürlich gibt es halt auch wieder Spekulationen, beziehungsweise man sieht sie auch zusammen und ja, da gibt es halt einige
von früher noch, die das natürlich nicht gutheißen wollen oder können. Und ja, man weiß halt nicht, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen oder das müsst ihr natürlich selber anschauen, auf jeden Fall wieder so, ha, ja, Nicholas Sparks, da muss man nicht viel zu sagen, romantisch, kitschig, dramatisch, liebevoll, alles ist dabei. Typisch Frauenfilm, sage ich jetzt mal schlechthin, auf jeden Fall richtig, richtig super gemacht. Auf jeden Fall ein Tipp zur Vorwarnung. Bei einem Nicholas Sparks Film, bitte, 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 wenn ihr die Filme anschaut, habt Taschentücher dabei. Auf jeden Fall Taschentücher ist ein Muss. Es könnte sein, dass die Augen anfangen zu schwitzen, wie man so schön sagt. Also man blärt förmlich, ich zumindest. Ich kenne auch einige, die blären auch dabei. Es ist halt sehr auffühlende Geschichten und sehr gefühlvolle Geschichten. Dann habe ich noch Message in a Bottle, der Beginn einer großen Liebe. Hier geht es ja um die Journalistin Theresa. Und ja, sie arbeitet halt als Journalistin. Sie lebt halt in Trennung und ihr Sohn Jason leidet halt unter der Trennung. Und ja, sie beginnt halt, sie macht halt eine Auszeit bei ihrer Freundin. Und weil der Sohn ist in der Zeit bei ihrem Ex-Partner. Und ja, sie teilen sich sozusagen mal bei ihr, mal bei ihm, wie das halt so ist. Und bei ihrer Freundin am wo sie halt Urlaub macht, beziehungsweise eine Auszeit, ja, versucht sie halt immer Kraft zu tanken, wieder neue Energie und das alles nochmal halt wieder durchzustehen bis zum nächsten Zeitpunkt, bis sie halt wieder Urlaub machen kann oder sich die Zeit nehmen kann. Und ja, bei diesem Urlaub, ihre Freundin, die hat halt so ein Strandhäuschen und ja, sie joggt halt den einen Morgen halt früh morgens am Strand entlang und findet halt eine Flasche mit einem Liebesbrief drinne, den liest sie natürlich. Und ja, es ist richtig, richtig traurig, faszinierend und toll einfach nur. Sie liest diesen Liebesbrief und sie ist so fasziniert. Und sie, ja, da kommt halt auch die Journalistin wieder durch. Also sie will halt dann wissen und sie versucht halt zu recherchieren, wo kommt der Brief her und tralala. Und sie macht halt auch so eine Art Aufruf durch die Zeitung, wo sie halt arbeitet und veröffentlicht halt diesen Stück vom Liebesbrief beziehungsweise diesen Liebesbrief. Und daraufhin melden sich halt sehr, sehr viele Leute und es gehen auch sehr viele Hinweise ein und denen kommt sie halt dann nach. Und ja, dann ist es halt so, dass sie halt irgendwann den Segelbootbauer Garrett, ja, kennenlernt, der natürlich nach dem Tod seiner Frau natürlich jetzt ein bisschen sich zurückgezogen hat. Und ja, und die zwei begegnen sich halt irgendwann. Und was halt da so alles passiert und welche Probe jeweils beide gestellt werden, müsst ihr natürlich selber euch anschauen. Auf jeden Fall wieder richtig großartig. Das ist ein älterer Film von Nicholas Sparks. Weil ich weiß gar nicht mehr, aber ich weiß jetzt nicht, ob es der erste oder der zweite oder halt, es ist auf jeden Fall einer seiner ersten Bücher und auch Verfilmungen gewesen. Richtig, richtig großartig. Klar, hier sind noch ältere Schauspieler dabei, wie Kevin Costner und Co. und Paul Newman. Und man merkt es halt auch bei den anderen, halt von den Schauspielern. Ja. Also halt nicht nur allein von der Filmqualität oder so. Also man merkt es halt, dass das eine ältere Film ist von seinen Büchern her. Dann habe ich noch The Joys bis zum letzten Tag. Hier geht es um einen Junggesellen, nämlich Travis. Und Travis lebt natürlich, ja, typisch Junggeselle, hat einen guten Job, ein Haus mit Meerblick und natürlich auch Freunde und halt auch Affären ohne Ende. Und eines Tages zieht halt nebenan in das Nachbarhaus eine Medizinstudentin ein, Gabby. Und ja, da ändert sich's halt natürlich, weil Gabby ist so ein bisschen, ja, sie will ein bisschen ruhig leben, sie will sich aufs Studium konzentrieren und sie hat jetzt nicht so das Interesse an Party und irgendwelchen Affären oder sonst was, weil sie ist auch in einer glücklichen Beziehung. Lebt aber alleine in diesem Haus. Also sie führen so eine Art Fernbeziehung und sehen sich halt kaum und ja. Und Gabby besitzt halt einen Hund, beziehungsweise eine Hündin.
Und diese Hündin bekommt natürlich eines Tages einen dicken Bauch, beziehungsweise wird dann festgestellt, dass sie schwanger ist. Und da geht sie natürlich dann wütend rüber zu ihrem Nachbar Travis, der natürlich einen Rüden hat. Und ja, sie beschuldigt ihn halt, dass sein Hund sozusagen ihre Hündin geschwängert hat. Und ja, sie will halt ihn sozusagen für die zur Verantwortung ziehen. Er soll sozusagen für diese Hundewelpen aufkommen. Und ja, und so kommen sie halt ein bisschen öfters in Kontakt, beziehungsweise ja, erstmal nicht so. Sie zicken sich halt öfters so an. Natürlich lädt er sie halt auch mal ein zum Essen, beziehungsweise bietet ihr halt auch an, sich um die Hündin zu sorgen. Und so kommen sie sich halt immer näher, lernen sich besser kennen. Und ja, dann ist halt auch so, dass sie halt auch die Freunde kennenlernen und dann, ja, ob sie sich näher kommen oder nicht und was natürlich das Leben noch alles für sie bereithält, müsst ihr euch selber euch anschauen. Auf jeden Fall ist es richtig, richtig aufwühlend. Also man bekommt wirklich Pipi in die Augen. Also die Story ist einfach nur so mega. Natürlich so der Anfang, wie sie sich halt so kennenlernen, habe ich euch jetzt nur so erzählt, wie das halt zu der Situation kommt, dass sie halt öfters Kontakt zueinander bekommen, ist halt durch die Hunde. Und ja, was sie dann natürlich alles noch so durchmachen und wie das Ende ist, müsst ihr selber angucken. Auf jeden Fall großartig, wieder alles dabei, was man so typisch für Nicholas Sparks kennt. Dann einer meiner Favorites, aber nur weil ich den Schauspieler so sehr mag, beziehungsweise sehr, sehr gerne angucke, ist nämlich mit Zac Efron, nämlich The Lucky One, für immer der Deine. Und zwar ist Zac Efron, ich weiß jetzt gar nicht, wie er hieß. Ich weiß es gar nicht mehr. Logan, genau. Logan ist Soldat und er ist im Irak oder Iran, Irak. Im Irakkrieg eingesetzt und da ist es halt so, da sind sie halt die ganze Zeit unter Beschuss und er hat wirklich Angst, Angst zu sterben, beziehungsweise er betet die ganze Zeit zu überleben und er hat natürlich auch so Kameraden und er ist die ganze Zeit ja im guten Kontakt. Also es ist wie so ein Team. Also sie unterstützen sich, sie beschützen, versuchen sich zu beschützen und zu helfen und halt die Feinde, sage ich jetzt mal, zu bekämpfen gemeinsam. Und da ist es halt eines Tages so, er findet ein Foto von einer Frau im Krieg auf dem Boden und er nimmt es an sich. Und ja, und das ist sozusagen die ganze Zeit sein Glücksbringer. Und er schwört sozusagen, er betet dafür, dass wenn er diesen Krieg lebendig und heil übersteht, dass er nach dieser Frau sucht, um sich bei ihr zu bedanken, dass sie sozusagen sein Schutzengel war. Und so ist es natürlich, er übersteht den Krieg und dann macht er sich natürlich auf die Suche nach dieser Frau. Genau, und dann findet er sie natürlich und was er dann natürlich alles erlebt und was sie durchmachen und ja, was die Geschichte oder was es mit dem Foto allgemein auf sich hat, warum das dort lag, müsst ihr euch selber angucken. Es ist auf jeden Fall richtig eine rührende, rührende Geschichte. Und sie ist nicht, sie hat so ein Hundehotel oder so eine Hundefarm oder also sie trainiert da Hunde, sie hat so Hundezwinger, die sauber gemacht werden müssen und also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie arbeitet. Auf jeden Fall war es irgendwas mit Hundezwingern und mehr ist jetzt nicht mehr so hängen geblieben. Und er hat natürlich auch einen Hund, einen Schäferhund. Und ja, auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle, tolle, mega tolle Liebesgeschichte mit Drama und alles ist dabei und ja, Zac Efron natürlich hier und ja, da, also richtig, richtig toll, ja. Und die Geschichte, die mir auch richtig, richtig gut gefällt, ist Kein Ort ohne dich, der kam mir jetzt auch schon öfters im Fernsehen
Und ja, hier geht es natürlich um einen Bullenreiter, der ein Comeback machen will, der sozusagen einen schlimmen Unfall hatte und halt wieder Bullen reiten will, weil er dadurch viel Geld gewinnen kann, was er natürlich für seine Mutter, die eine Farm mit ihm besitzt, oder halt, sie führen eine Farm, und da will er halt das Geld einsetzen, um diese Farm in Stand zu halten, beziehungsweise halt auch bestimmte, ja, Umkosten, also halt Fixkosten, die man halt hat, zu begleichen. Und bei diesem einen Bullenreiten Auftritt lernt er halt, trifft er Sophia, und Sophia ist halt eine Studentin, die halt nicht so wirklich so mit Party und Tralala und dem allen am Hut hat. Und bei Sophia ist es halt so, sie ist halt nur dort, weil ihre beste F oder ihre Mitbewohnerin oder Freundin, was auch immer es war, so lange genervt hat, dass sie jetzt mal eine Lernpause machen soll und dass sie halt jetzt zusammen dahin gehen. Und ja, und so begegnen sich die zwei das allererste Mal. Und ja, und dann ist es halt so, ich will nur gucken, ob das auch hinten drauf steht, nicht, dass ich euch jetzt spoilere. Genau, sie treffen nämlich dann auf Ira, Yura. Und ja, Ira hat einen Autounfall, und Ira ist ein älterer Mann, der einen Autounfall hat und eine Kiste mit Briefen bei sich hat. Und die zwei finden ihn sozusagen und bringen ihn ins Krankenhaus, und sie nimmt diese Box mit diesen Briefen mit, weil er im Halbbewusstsein sagt, die Kiste ist wichtig, und sie nimmt sie halt mit. Und im Krankenhaus lernen sie halt sozusagen Ira ein bisschen besser kennen und was es mit der Kiste mit den Briefen auf sich hat und was halt sozusagen die zwei mit der Geschichte, die Ira zu erzählen hat, verbindet oder wo es da Gemeinsamkeiten gibt. Das ist einfach nur richtig, richtig toll, und ich muss sagen, genial, und haut mich immer wieder von Socken, diesen Film zu sehen, auch wenn ich ihn jetzt schon, ich habe alle Filme schon ziemlich oft gesehen, und ich muss sagen, ich muss fast immer an der gleichen Stelle blären. Mal ist es auch mal eine andere Stelle, wo ich blären muss, aber ich muss fast, also so gut wie immer, weinen. Und einfach nur richtig, richtig toll, und ja, großartig. Auch das Ende, alle Enden sind irgendwie positiv oder halt typisch Happy End-mäßig für Nicholas Sparks, auch wenn die am Ende sterben oder so. Es ist auch ein Happy End, weil sie sterben gemeinsam oder so, oder sie haben sich geliebt, oder der, der die ganze Zeit gelitten hat und stirbt, der stirbt und kommt endlich in den Himmel zu seiner Geliebten, und es ist irgendwie immer ein verstecktes Happy End sozusagen bei dem Film dabei. Es war nicht immer tolles Happy End, sondern so ein kitschiges Happy End, sondern halt auch mal ein, sag ich jetzt mal, realistisches, trauriges, trotzdem irgendwie glückliches Happy End. Und dann ist natürlich noch Wie ein einziger Tag, habe ich natürlich auch. Hier geht es um die, wir reisen hier nämlich in die 40er Jahre ein Stück zurück. Und da war das ja so, da gab es ja sozusagen die gut betuchten, sage ich jetzt mal, gesellschaftlichen, höher angesehenen Familien und natürlich die Arbeiter, Nichtsnutzfamilie sozusagen. Und da wurde halt wirklich arm und reich, war da richtig noch krass abgekapselt. Und die Ellie lernt auf den Jahrmarkt Noah kennen. Und ja, und sie spüren halt gegenseitig, dass sie halt was miteinander verbindet, beziehungsweise dass sie füreinander bestimmt sind. Und so kommt es halt vor, dass sie sich halt öfters mal treffen und halt, ja, Kontakt haben, beziehungsweise sich näher kennenlernen, und natürlich auch diese krassen Unterschiede, weil beide Familien sind nicht mit dieser Bekanntschaft, beziehungsweise Begegnung, Beziehung, wie man es nennen will, einverstanden, weil sie halt in anderen Welten leben. Und es sind Teenager sozusagen. Und Teenager sind ja bekannt dafür zu rebellieren, beziehungsweise nicht einzusehen, warum es diesen Unterschied in dieser Gesellschaft geben muss, obwohl man sich ja von der Persönlichkeit, also von dem Inneren des Menschen ziemlich gut versteht und halt den anderen auch mag. Und so ist es halt auch, dass die Familien dafür sorgen, dass der Kontakt abbricht, dass sie sozusagen entzweit werden, und ja, jeder lebt dann sozusagen sein Leben in der Bereich, wo er halt hingehört. Und dann ist es halt so, dass sie halt eines Tages
sich wieder begegnen. Und ja, dann werden sie halt mit ihren Erinnerungen und mit der jetzigen Lebenssituation ja, konfrontiert, würde ich jetzt sagen. Und Erinnerungen werden nochmal aufgelebt. Und ja, ein richtig, richtig großartiger Film. Und ja, und was das Ganze natürlich mit einem Mann zu tun hat, der diese Geschichte einer älteren Dame erzählt, erfahrt ihr natürlich auch in dem Film, wenn ihr ihn euch anschaut. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Und ist ein richtig, richtig toller Sparks-Film. So wie alle Sparks-Filme, die ich besitze. Aber ja, der einen mag man natürlich mehr als der andere, beziehungsweise in bestimmten Situationen, die man sich selber gerade befindet, greift man zu dem einen mehr als zu dem anderen, weil man sich da gerade viel mehr angezogen fühlt. Dann mein allererster Sparks-Film, den ich jemals gesehen habe und nicht wusste, dass es ein Sparks-Film ist, ist nämlich Nur mit dir. Den habe ich schon als Kind, kann man jetzt nicht sagen so, aber als Teenie schon gesehen gehabt. Ich war richtig fasziniert von Mandy Moore, muss ich sagen, weil sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern sie ist auch Sängerin. Und sie hat auch bei Plötzlich Prinzessin eine Nebenrolle gespielt gehabt. Da war sie eine Blondine. Und auch in anderen Filmen war sie auch immer so neben. Also sie hat da eine Hauptrolle gehabt und sonst halt immer so Nebenrollen oder so. Was sie auch, sage ich jetzt mal, nicht schadet oder so. Aber halt auch als Sängerin finde ich sie richtig, richtig groß. Also klar, sie singt halt eher so romantische Balladenschnulzen mit so einem leicht angehauchten Pop, also mit so ein bisschen Pep und Pop, aber halt eher so schnulzenmäßig. Und hier geht es halt um Landon Carter. Landon Carter ist halt, also er ist halt so ein, ja, so ein typischer Teenie, sage ich jetzt mal so, wie das halt in den amerikanischen Serien oder halt Filmen überhaupt immer so darstellt. So, er ist halt so ein bisschen der Chaot, er stellt halt schlimme Sachen an und ja, und die Eltern, beziehungsweise seine Mutter ist halt immer so, das darfst du nicht, und versucht ihn irgendwie, ja, ins Gewissen reinzureden, aber er sieht halt sozusagen seine Bahn schon, seine Freunde sind ja auch so, sie machen Späße über andere und ja, machen halt Blödsinn einfach nur. Und eines Tages ist es halt so, er muss halt für seinen Blödsinn, den er gemacht hat, beziehungsweise den er einen anderen zugefügt hat, gerade stehen. Und muss halt irgendwelchen, ich glaube, Kindern, die Schwierigkeiten haben beim Lernen oder so, Hausaufgabenstunde sozusagen, muss er am Sonntag von einer kirchlichen Gemeinde aus, wird er sozusagen gezwungen, Kindern bei der Hausaufgaben zu helfen an einem Sonntag. Und das wird halt von der Kirche unterstützt. Also er setzt sich dann in so einen Bus und wird halt dahin gefahren. Ist natürlich hochbegeistert, an einem Sonntagmorgen um 7 oder um 8 da aufzustehen und dahin zu fahren. Und ja, seine Bestrafung hinaus, er muss halt auch noch bei dem Schultheaterstück mitmachen und das Ganze ernst nehmen. Und dann haben wir natürlich noch Jamie. Jamie ist eher so, ja, sie ist nicht im Vordergrund, sie ist eher so ein Strebertyp und ja, sie ist auch noch die Tochter vom Pfarrer von der Ortschaft da. Ja, und dann ist es halt so, dass sie dadurch, dass er ja bestraft wurde, bei dem Theaterstück mitzuspielen, wo sie ja natürlich auch mitspielt, beziehungsweise sich beworben hat und dann halt für die Rollen vorsprechen. Und dadurch kommen sie in Kontakt natürlich halt auch durch diesen Hausaufgaben Unterricht, wo sie natürlich freiwillig mithilft, ist sie natürlich auch dabei, weil es natürlich von der Kirche gesponsert wird, diese Fahrt, und unterstützt wird. Und dadurch kommen sie halt immer mehr in Kontakt, und dann ist es halt so, sie müssen halt zusammenarbeiten, und ja, er will halt mehr über sie herausfinden. Und dadurch, dass sie halt mehr Kontakt miteinander haben, erfahren sie halt auch gegenseitig so ein bisschen mehr voneinander. Und was natürlich dann alles noch passiert und rauskommt, müsst ihr natürlich selber euch anschauen. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Hinten steht noch dran, Gegensätze ziehen sich an. Und nicht nur das Theaterstück ist hammermega, wo Mandy Moore natürlich singt. Und ja, richtig, richtig toll. Gefällt mir auf jeden Fall. Favorite. Da muss ich sagen, da haben sich, oh,
Jetzt habe ich mir fast ins Auge. da ist es ja so, da heißt der Film ein bisschen anders. Ich glaube, mein Weg zu dir war es nicht. Zeit meines Lebens oder Zeit im Wind. Irgendwie so heißt das Buch und der Film heißt Nur mit dir. Und viele finden ja den Film viel besser als das Buch. Muss ich leider ein bisschen zustimmen, weil das Buch geht auf bestimmte Sachen nicht ein, die natürlich im Film im Vordergrund stehen bzw. hervorgehoben werden. Und dadurch der Geschichte, die ja was Besonderes ist, ein klein bisschen Pep verleihen. Und dadurch finde ich auch durch diese Schauspieler auch den Film besser. Vor allen Dingen Mandy Moore, die ja eh so ein bisschen so zurückzuhaltend lebt und ja, passt perfekt zu der Rolle, zu diesen Mauerblümchen, sage ich jetzt mal. Und ein Film, wo ich jedes Mal aufs Neue blären muss, ist mit dir an meiner Seite, mit Miley Cyrus. Und hier geht es natürlich um Roni. Roni ist natürlich so ein 17-jähriges Teenie-Mädchen und ja, sie hat halt eine zerrüttete Beziehung zu ihrem Vater Steve. Steve ist hier. Das ist Roni und das ist, wie hieß er? Weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. In dem Film weiß ich jetzt nicht mehr, wie er hieß. Und ja, und Roni wird sozusagen von ihrer Mutter verdonnert, beziehungsweise ist es so abgesprochen mit dem Vater, weil die Mutter und der Vater, die haben natürlich noch Kontakt und ja, jetzt nicht so einen Kontakt, halt so einen ganz normalen Kontakt, wie man das halt zum Ex-Partner hat, wenn man Kinder hat und sich das Sorgerecht teilt. Also ja, man interessiert sich für das Leben des anderen, beziehungsweise versucht ein bisschen zu helfen, beziehungsweise hört sich halt die Probleme des anderen an und ja. Und entscheidet gemeinsam auch mit den Sachen über die Kinder. Roni hat natürlich auch noch einen jüngeren Bruder und beide sollen halt sozusagen die Sommerferien bei ihrem Vater verbringen, der natürlich in so einem abgelegenen Kaff, sage ich jetzt mal, an so einem Strand, lebt in so einem Strandstädtchen. Und ja, sie ist halt erst ein bisschen sauer und warum muss ich jetzt dort verbringen? Ne, ne, ne. Und ja, sie hat halt nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater, obwohl er sein Bestmögliches gibt, um dies zu ändern, beziehungsweise versucht er auch immer mit ihr über bestimmte Sachen zu reden und sie blockt natürlich ab. Klar, sie versucht zu rebellieren. Und ja, als Roni dann natürlich mal alleine dieses Örtchen, diese Ortschaft halt kennenlernt, begegnet sie halt auch ein paar Leuten und unterhält sich halt so und sage ich jetzt mal, entstehen halt Freundschaften. Und ja, natürlich und daran. Unter anderem auch ihn. Und ja, ob sie halt natürlich wieder einen Kontakt zu ihrem Vater aufbauen kann, beziehungsweise ob sie sich aussprechen können und warum sie sozusagen, sie vermutet ja, dass es einen Grund hat, dass sie dahin muss, den Sommerferien bei ihm zu verbringen mit ihrem Bruder zusammen. Und ob es da wirklich einen gibt oder nicht, müsst ihr selber angucken. Auf jeden Fall großartige Geschichte, auch das Ende, auch den Titelsong singt ja Miley Cyrus selber zu dem Film, nämlich When I Look at You heißt der das. Und mit diesem Schauspieler war Miley Cyrus ja auch mal zusammen, beziehungsweise sogar verlobt, dann haben sie sich getrennt und dann waren sie wieder zusammen und verlobt kurz. Auf jeden Fall Ex-Freund, Wiederfreund, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie 2019 jetzt immer noch zusammen sind oder ob sie inzwischen wieder getrennt sind, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ja. Richtig großartiger Film, die Story dahinter mega. Und so, das waren meine Sparks-Filme, die ich alle besitze und alle schon gelesen habe. Ich habe natürlich erst einmal das Buch gelesen und dann den Film mir geholt und angeguckt. Natürlich fehlen auch noch Filme, die habe ich mir noch nicht gekauft, nämlich das Leuchten der Sterne heißt es. Oder Stille, das Leuchten der Sterne. Ach so, das war hier, glaube ich, drauf. Genau, das, nee, das Lächeln der Sterne, so war das, genau. Das Lächeln der Sterne, das habe ich auch gelesen als Buch und auch schon als Film gesehen, aber da besitze ich den Film leider noch nicht. Aber dies werde ich natürlich auch mal nachholen. Und ja, das ist meine Sparks DVD-Sammlung. Ja.
Ja, sehe ich, das sind schon einige. Und ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Okay, danke, meine Lieben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.